herzlich willkommen, liebe Leute. Heute aus dem wunderschönen Playa Las Americas. Genauer gesagt stehe ich hier vor dem Central Center. Den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Da waren wir drinnen. Da gibt es nicht so vieles. Kino, Intersport, Fitnessstudio und solche Sachen. Laufen wir, glaube ich, heute nicht noch mal rein. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen hier die Gegend um den Central Center rum, was es so alles gibt, was ihr hier finden könnt. Da ist der Eingang zum Central Center. Und hier aus sieht man auch nicht viel. Da auf der rechten Seite ist so eine Schönheitsklinik, dann dieses blaue, das ist eine Zahnarztpraxis von einer privaten Versicherung, Adeslas. Es gibt noch einen anderen Arzt von einer anderen privaten Versicherung. Name fällt mir jetzt aber leider nicht ein. Und sonst gibt es, wie gesagt, eine Bäckerei, Kino gibt es da, ein Intersport fällt mir ein, unten im Erdgeschoss gibt es ein Fitnessstudio. Und jetzt fällt mir leider nicht viel mehr dazu ein. Wenn, dann müsst ihr euch das Video anschauen vom Central Center. Heute haben wir, wie man so schön sieht, eine kleine Wolkendecke, aber es ist trotzdem warm. Das ist ja die Hauptsache. Da ist das Coral Beach Sun Prime Hotel auf der anderen Seite. Dann überlege ich, welche Seite ist schlauer zu laufen, rechts oder links. Ach, bleiben wir einfach auf der rechten. Das nächste Mal können wir auf der linken laufen, falls ich es nicht schon gemacht habe, mal mit euch. Da gibt es, sieht man auch ein paar Restaurants, Friseursalon, Vodafone Shop, solche Sachen. Genau, hier auf der rechten Seite ist ein Skaterpark, ein kleiner. Es ist momentan nicht viel los. Zwei sind zum Üben da. Sonst ist da so ein riesengroßer Parkplatz. Da drüben, ich glaube, das sind alles Parkplätze. Aber wenn man hier lang, wenn man dann über die Straße rüber geht, auf der anderen, sind auch noch Parkplätze. Das ist alles zum Krankenhaus. Laufen wir hier lang. Ist schönerer Anblick als neben den Mülltonnen vorbei. Ja, nicht den regulären Weg, aber egal. Sieht man ja, dass der Rasen hier abgetreten ist. Alle laufen hier lang. Das ist der inoffizielle Weg. Na, da ist eine kleine Kirche. Falls man hier in der Gegend ein Airbnb hat, ist das einer so der Orte, wo man versuchen kann, einen Parkplatz zu ergattern. Und da sieht man, glaube ich, wenn ich mich hier hinstelle, ohne dass mich jemand überfährt, mal so schön genau da drüben diese grüne Schrift, das ist das Hospital Sur, das Krankenhaus. Und das sind so Parkplätze, wo sich die Leute hinstellen, wenn sie zum Krankenhaus gehen, also hauptsächlich drüben, hier dann auch zur Not, wenn es voll ist. Und wenn man hier in der Nähe wohnt, hier sind ja auch lauter ganz viele Ferienwohnungen. Und hier ist wieder mal das nächste Hotel. Und hier in diesem Wohnkomplex
gibt es auch ganz viele, das heißt ganz viele, aber es gibt auch, wie man sieht, von hier angefangen, hier da drüben auch, der da hat anscheinend zugemacht, also so zwei, drei Restaurants gibt es mittlerweile. Die Karte kann man leider nicht mehr so gut lesen. Kann ich auch nicht so viel entziffern. Hier ist auf Deutsch. Iberico Schinken 24 Euro, falls die Preise noch aktuell sind. Also Vorspeisen, Thunfisch Carpaccio 13. Warme Vorspeisen, Garnelen, Knoblauchsoße 13 Euro. Hausgemachte Garnelenkroketten 12 Euro. Dann gibt es hier Fisch, da stehen keine Preise. Fleisch, gegrilltes Rindfilet 26 Euro. Lammbraten oder Ferkel 24 Euro. Oh, das war dann von dem Restaurant hier. Was hier zugemacht, keine Ahnung, was da vorher drinnen war. Dann, das ist eine Bücherei oder Schreibwarenladen, keine Bücherei. Dann gibt es hier den Tio Martin. Bei dem alles hausgemachte Kroketten 11 Euro. Spanisches Omelett 11,50. Ja, hier sind auf der anderen Seite auch neben dem Hotel dann wieder verschiedene Restaurants. Kebab gibt es. Was gibt es da noch? Ein Kebabladen erkennt man. Und zwei Restaurants, Bars. Kann ich jetzt nicht sagen, welche Küche die genau haben würden. Oder haben. Wenn ich hier vorbeikomme. Aber Pizza oder so findet man überall. Eisenbahngeschäft. Dann kommt hier wieder ein Hotel. Da gibt es auch ganz viele Restaurants unten. Hier oben ist der Superdino. Das ist eine kanarische Supermarktkette. Manchmal steht Superdino, manchmal Hyperdino, manchmal mit dem Zusatz Express. Und hier geht es dann mit den Restaurants los. So, Pasta, Spaghetti Carbonara 12 Euro, Napolitana 10,50. Süßigkeiten, Tiramisu 6 Euro, was ich da sehe. Sportsbars gibt es hier auch ganz viele. Burgerladen.
14 Euro. Ein Frühstücksangebot gibt es hier. Orangensaft kleiner 2,50, großer 3,75. Verschiedene Smoothies für 4 Euro. Ab 4 Euro. Espresso 1,40. Dann gibt es Bowls mit Joghurt und Granola, 4,50 eine große. Also recht humane Preise, würde ich sagen. Dann gibt es Burger, Cheeseburger 11, Double Cheeseburger 13, Chicken auch 11, vegetarischer auch 11. Irische Bars gibt es hier auch einige. Das finde ich so schön. Hier jetzt mal die nächsten Preise, bevor ich anfange weiter zu quatschen. Hier ist eine Pizzeria. Margarita 7,75. Peperoni 8,95. Was ich sagen wollte, genau. Ich finde das hier schön. Das ist eine kleine Mini-Insel. Also ist zwar die größte Insel der Kanaren, aber ich meine jetzt im Verhältnis, was man ja gewohnt ist, wenn man dann aus Mitteleuropa kommt, so wie groß Deutschland ist und alles. Es ist halt eine Insel. Und dann hast du hier so viele Menschen aus verschiedenen Ländern, dass du auch dann... Hier fühlt man sich ja sowieso, wenn man hier in der Ecke ist, Los Cristianos, Las Americas, Adeje, als ob man im Urlaub ist, weil es ist ja die Urlaubsgegend, vermittelt einem gleich das Feeling auch, wenn man als Einheimischer hierher kommt. Und dann, wenn du so irische Bars oder schottische Bars gehst, dann sind ganz viele Iren und Schotten da. Dann fühlt man sich ja manchmal schon so versetzt wie... Als ob man auch in Irland wäre für die paar Stunden, ein, zwei Stunden, wenn man da hingeht. Ah, hier gibt es Massage. Muss ich mir natürlich angucken. Bei Blue Thai Massage 60 Minuten, 60 Euro. Thai Ölmassage auch. Aloe Vera Massage 50 Euro. Sportmassage auch. Schulterrücken kann man schon ab 30 Euro. Und Fußmassage. Ein schlechtes Angebot. Also wen es interessiert, hier mit Telefonnummer, aber es sei denn. Und wo es ist, habt ihr ja jetzt mit mir schon mitbekommen beim Laufen. Ja, in dieser Straße gibt es auch ganz viele Restaurants. Habe ich jetzt vor lauter Gequatsch euch auch nicht gesagt. Also da oben fängt es ja schon an, da gibt es Restaurants, dann da unten drüben, da unten auch und auf der Seite auch. Laufe ich mal heute mit euch die Seite ab, dann irgendwann mal ein anderes Mal die andere, beziehungsweise vielleicht gibt es ja schon ein Video, habe ja einiges aus der Gegend gemacht. Hier gibt es auch dann, hat momentan so einen asiatischen Laden, merkt man gar nicht, dass ich irgendwie so einen Hang zu Asien habe. Massage, asiatische Geschäfte, ich renne immer in asiatische Geschäfte, ja. Südostasien ist meine Traumgegend. Eines Tages werde ich bestimmt auch eine Zeit lang dort leben. Das ist so mein großer Traum. Aber für den Moment ist es hier auf den Kanaren auch schön. Und eine andere Welt, als wie ich es in Mitteleuropa gewohnt bin. Und die Kanaren haben den Vorteil, dass sie Europa, aber doch nicht Europa sind. Und dass sie noch immer nah an Europa sind, dass ich noch immer nah an meine Familie bin. Und wenn was ist, doch von hier aus viel einfacher und schneller in Deutschland bin, für meine Familie, als wenn ich
in Asien wäre. Das war so einer der Hauptgründe, wieso ich mich entschieden habe, hierher zu kommen und nicht gleich nach Südostasien zu gehen. So, fangen wir mal hier an mit dem ersten Restaurant, was es hier gibt. Suppen, natürlich Vorspeisen, Pasta. Pizza auch natürlich. Es ist noch früh, deswegen ist da nichts los. Es ist nun nachmittags, kurz nach drei. Also kurz vor drei, nach drei. Wer Mittag essen wollte, hat schon Mittag gegessen und bis Abendessen ist es zu früh. Was man hier auch überall findet und haben kann, ist englisches Frühstück, schon ab 3 Euro. Und da ist Menü, 2 Steaks, Flasche Wein, 39 Euro oder Paella für 2 Personen und Sangria 36. Das sind doch gute Angebote für ein Abendessen zu zweit. Und hier gibt es wieder Kebab. So, Kebabpreise auf Teneriffa. Kebab und Wrap, 6 Euro. Pita, 6,50. Hier Menü, Chicken Döner, Kebab mit Pommes und Getränken, 9 Euro. Und hier auch ein Chicken. Ladenbrot würde ich mal tippen, wird es da sein. Auch mit Pommes und Getränk, auch 9 Euro. Oder auch ein Döner-Teller mit Pommes, Fleisch, Getränk, 9,90. Schön. Muss ich mal vorbeikommen. Testen, ob das an den Döner in Deutschland rankommt. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt Döner ist, der von typischen Koch und Metzger zubereitet wird oder eher ein Döner von marokkanischen, libanesischen. Bin ich natürlich überfragt jetzt. Hier Pompeii, da ist die deutsche Karte gefunden. Oben gibt es auch noch weiter, aber dafür bin ich jetzt zu klein. Vorspeisen, Nudelgerichte gibt es sogar ab 8,95 €. Hier Fisch gibt es 18,95 €, Seezunge oder Lachs 19,95 €. Fleisch gibt es ab 21,95 €. Das sehe ich. Und Pizzas. Pange Margarita 8,95 €. Frutti di Mare 11,95 €. Carpaccio 10,95 €. Das ist Little Italy Pompeii Pizzeria. So schaut es drin aus. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, schon am Ende der Straße angelangt. Hier gibt es noch ein Casino, genau. Hier ist das Mini-Casino. Brava! Brava! Jetzt sind wir am Kollon angelangt. Da drüben lang geht es dann zum Veronikas. Aber da ist jetzt um die Uhrzeit wirklich sehr wenig los. Das ist eher die Partymeile, da brauche ich mit euch nicht hingehen jetzt. Auf der Seite gibt es auch die ganze Strecke solche Restaurants.
drüben gibt es auch ein libanesisches Pizzeria, ich glaube asiatisch auch auf jeden Fall. Dann gibt es da Bubble Tea, da drüben ist auch sowas wie, ja, gibt es auch Meeresfrüchte, Pizzeria. Auf jeden Fall auch viele Restaurants. Die sparen wir uns aber, glaube ich, das nächste Mal auf. Und das ist hier der Kollen. Und in die Richtung geht es dann zum La Siesta Hotel und zur Goldenen Meile, Los Cristianos. Und in die Richtung geht es zum Veronika, das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Bin nicht verplant. So, jetzt zeige ich euch hier auch mal noch ein bisschen was. Die Restaurants. Da ist zum Beispiel hier das Wakanda. Und hier drüben gibt es auch ganz viele. Da ist das PJ's Tattoo Studio. Ah, Mr. Miyagi's. Da will ich auch mal hin, da war ich noch nicht. Geht auf meine Liste hin. Nehme ich euch vielleicht dann mal mit, wenn ich da war. Gucken wir mal, was es gibt. Schaut auf jeden Fall einladend aus und mir gefällt der Name Mr. Miyagi. Erinnert mich gleich an Karate Kid. So, Mr. Miyagi muss ich mal gehen. Ganz wichtig. Von hier gucken, ob ihr das mehr sehen, dass ich mir das zeigen kann. Ja, ganz leicht da die Strecke sieht man es. Da unten ist das Meer. Da kommt man an die Promenade. Ganz schön viel los hier. Da sind ein paar. Ja, die warten auf ihren Transfer zum Flughafen mit Koffern. Die schwiegen. Kommt da gerade schnell weg hier, wo ich Ärger krieg. Lauf mal hier lang. Ach, Aldo. Das ist auch schöne Erinnerungen, aber nicht hier in Teneriffa, sondern in Singapur. Ich mag den. Das Geschäft nur, weil es mich so sehr an Singapur erinnert. Da war ich auch vor ein paar Jahren in Singapur zu Silvester. Dann bin ich noch am 31. rumgerannt in der Gegend, weil ich festgestellt habe, hupsala, ich habe ja nur Turnschuhe dabei und Flipflops. Wir wollten Silvester natürlich mal elegant essen gehen und uns das Feuerwerk am Marina anschauen und alles. Dann bin ich stundenlang rumgerannt und zum Schluss habe ich im Aldo in der Vivo City, genau in der Vivo City war das, habe ich dann schöne schwarze Sandalen gefunden. Hier ist auch viel los. Auch wieder Koffer. Ich glaube, heute ist Abreisetag. Bei manchen, bei anderen wieder nicht. Da wieder nächster irisches Bar-Restaurant, Dubliner, auch wieder voll. Das
gesagt, das ist so schön. Da gehst du einen Abend hin, ein Bierchen trinken und dann bist du unter lauter Iren und fühlst dich echt als ob du in Dublin wärst, im Dubliner. Ah, da sieht man das Meer vielleicht noch besser, da unten. Blau, Wasser. Die Straße gibt es auch Restaurants und Cafés. Muss ich euch auch mal zeigen beim nächsten Mal. Aber ich glaube, für das Video sind wir jetzt wieder lang genug. Sind schon über 25 Minuten. Werden wieder einige abspringen, weil es ihnen zu lang ist beim Zuschauen. Und das ist dann zu schade. Hier gibt es auch einen, der macht immer nur abends auf, einen tollen Inder, Tandoori. Der ist wirklich lecker. Der hat, wie gesagt, immer abends auf. Dann gibt es hier das Sugar and Spicy, dann gibt es Flatter. Dann gibt es hier das Sugar and Spicy von Pizzeria Steakhouse. Hat natürlich auch Tapas, wie sich das für Spanien gehört. Hier sind die Tapas-Preise. So schaut das drinnen aus. Und hier ist es. Fisch. Gegrillter Thunfisch, 11,95 €. Paella gibt es. Pizza gibt es. Pasta. Hier gibt es. Da ist das Fleisch dann. Steak. Ab 16,75 € geht das, dass ich das erkenne. Und dann gibt es noch. Hier gibt es einen osteuropäischen Supermarkt, den Kalinka. Falls jetzt jemand aufsucht. Und dann gibt es noch das Dedos. Hier auch ganz gute Burger. Kann ich euch auch mal die Karte zeigen. Deren Burger sind wirklich auch gut. Kann man auch hingehen. Und vegetarische Option gibt es auch. Da sind dann die verschiedenen Burger, die es gibt. Also auf jeden Fall sehr lecker, empfehlenswert. Es ist auch immer voll, kann man sagen. Und da sieht man schon das La Siesta Hotel. Und ich glaube, wir sind jetzt eine lange Strecke gut miteinander spaziert. Ich hoffe, es war interessant für euch. Habe euch was Schönes zeigen können. Ein paar Restaurants, ein paar Preise, dass ihr eine Vorstellung habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen und ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt es mit euren Lieben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!